Ja, wir haben jetzt heuer 2015 das dritte Feuerwehr-Oldtimer-Treffen hier in Latsch organisiert. Heuer haben wir das erste Mal schon in Freitag auf Nobetown gehabt. Sind die ersten Fahrzeuge eintroffen. Heute haben wir noch ein bisschen Gewitter gehabt. Aber das Wetter ist nachher gut geworden. Samstag sind wir nachher um 11 Uhr aufgebrochen ins Martelltal. Halle hat die Leute wunderbar gefallen. Wir sind reingefahren bis zum Stausee, umgekehrt, außer Biathlon-Zentrum drinnen, haben wir uns aufgestellt, hat uns die Feuerwehr Martell flott verköstigt. Nachmittag wieder zurück auf Nobet, haben wir ein tolles Fest gehabt, eine super Stimmung. Und jetzt, oder, in Sonntag, ziehe ich mir wieder von Bauernhof auch zum Festplatz, wo oben noch die Feldmesse stattfindet. Und nachher machen wir eine Preisverteilung und lassen das Fest gemütlich ausklingen wieder. Ja, grüß euch, guten Morgen. Wir sind eine Oldtimer-Gruppe aus Kitzbühel. Die Gruppe ist entstanden mit diesem Fahrzeug hier. Das ist ein Baujahr 1972, wäre verkauft worden. Und da hat sich eine Handvoll Leute gefunden, die haben gesagt, nein, das Auto bleibt bei der Feuerwehr Kitzbühel. Wir haben den dann von der Gemeinde gekauft und den Verein gegründet. Anfahrt haben wir gehabt am Freitag schon, wir sind ca. 260 Kilometer bis hierher. Gestern die Rundfahrt ins Martelltal, das war einwandfrei, das war eine super Sache, schöne Aussicht, hinten der Stausee einwandfrei. Und uns gefällt es da, wir sind schon zum dritten Mal da, wir kommen sicher das vierte und das fünfte Mal auch wieder. Dankeschön. Gut. Ja, wir sind eine Delegation, wir kommen aus der Steiermark, der Autobesitzer bin ich. Ich bin der Sandner Bernhard, ich komme aus der Gemeinde Stadl-Prelitz in den steirischen Nockbergen, in der Nähe von der Thuracher Höhe, das ist ein bekanntes Skigebiet bei uns. Wir sind mit unserem Mercedes 1113 da, der in Prelitz im Dienst gestanden ist. Und ja, und
Der Michael wird ein bisschen was über die Eindrücke sagen, was er gehabt hat. Ja, mein Name ist Michael, komme von der Berufsfeuerwehr Graz, bin als Gast mit Bernd mit. Bin auch in der Steiermark für Oldtimer Corso und historische Feuerwehrfahrzeuge eben ein bisschen verantwortlich und zuständig. Und ich muss sagen, die Organisation da war sagenhaft. Die Strecke rauf zum Staudamm, gigantisch, war halt für das eine oder andere Auto doch ein bisschen mühsam. Aber Bernhard Seiner geht schon ein bisschen was weiter und ich muss sagen, ganz, ganz sensationelle Eindrücke, tolle Fahrzeuge, tolle Organisation. Ich würde mir wünschen, wenn das so bei uns in Südösterreich auch so reibungslos und so einfach und toll ablaufen würde. Und wir werden mit Sicherheit wiederkommen. Möglicherweise in 2 Jahren sogar dann schon mit einem eigenen Oldtimer. Schauen wir mal und ich wünsche der Veranstaltung weiterhin toi 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 und weiter so. Danke.
besonders möchte ich heute begrüßen hier unsere Oldtimer-Freunde aus nah und fern, aus Südtirol, Deutschland und Österreich. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen auf der gesamten Dorfbevölkerung von Latsch. Mit an der Spitze unserem Bürgermeister Fischer Helmut. Unseren Landeshauptmann Stellvertreter Deiner Richard. In Kürze beginnt die Preisverteilung. Ich bitte, dass die Oldtimer-Gruppen jetzt nicht das Weite suchen und noch hier bleiben. Dankeschön. Die Gruppe von der Feier war Schlonders und sein normalerweise Holden mit zwei Vorzügen auf dem Weg, wenn wir bei den Sternfahrten sein, mit der Pump und mit dem Tankwagen. Ein Feierwehrmann will auch so wenig sein, dass die nur Beschäftigung in der Feierwehr auch noch haben. Nicht? Weil jetzt sind ursprünglich Holden von der Feierwehr ausgetreten nachher. Nicht? 2001 haben wir nachher die Bergami-Pump, also die ist 1946, ist die gekauft worden und 2001 ist sie restauriert worden. 2002 haben wir nachher die Campagnola, Baujahr 46, nein, 69, haben wir den selber restauriert. Und 2012 haben wir noch einen Tankwagen in der DLF 3000 haben wir noch 2012 restauriert. Der, was heute auch bei den Dingen mitfahren. Bei den Umzügen und bei den Sternfahrten. So, mit der Preisverteilung. Wir haben da 70 Fahrzeuge heuer. Beim ersten Oldtimer-Treffen vor 3 Jahren haben wir mit 30 Pumpen. Das letzte Jahr waren 31 und jetzt haben wir bei 70 Fahrzeuge da. Hier wir nun mit der Freiwilligen Feuerwehr Motel aus Südtirol. Wir sind auch mit der Campagnola, bitte jemand für. Machen wir weiter mit der Feuerwehr Bieding aus Deutschland. Alle Biere aus. Alle Biere können rauskommen. Feuerwehr Bieding. Dann machen wir weiter mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Dorfgastein, Österreich. Die nächste ist die Oldtimer Löschzug Redlitz aus Österreich. Dann kommt hier, gell? Bitte. Danke, ja. Ja, das können wir sein. Alle. Ein Auto, gell? Ja, ein Auto. Ja. Ein schönes Auto. Danke schön. Weiter machen wir mit dem Oldtimer-Verein Königsbrunn aus Deutschland. Die passt sogar. Danke. Er gibt euch einen Josef Madelmeier, Eidenberg aus Österreich. Dann haben wir die nächste Feuerwehr, ich bin aus Südtirol, die Freiwillige Feuerwehr aus Eiers. Super. Seid ihr jetzt bei so vielen Autos? Wie viele Autos? Kein Auto. Kein Auto, jawohl.
Man hält also ein Auto, das ist so ein alter Auto. Danke. Danke auch, ja. Danke schön, schön, dass es da war. Dass du da bleibst. Dass es da bleibt. Okay. Die nächste Oldtimer-Gruppe kommt aus Kitzbichl, ja. Österreich. Königsbrunn. Ich habe die Freiwillige Feuerwehr aus Schanders. Ich gehe oben drauf. Danke schön für den Kämmern, gell? Einmal Schanders. Und zweimal Schanders. Für das Gastgeschenk, was sie uns auch mitgebracht haben. Die Abreisen, die einen langen Weg haben, eine gute Nachhausefahrt und die noch Zeit haben, können uns noch hier, wie lange ihr wollt, ausbringen lassen. Wir werden uns wieder bemühen, ein schönes Fest organisieren und hoffen, dass das Wetter gleich hält, wie es gestern gehalten hat. Was ich sagen auch muss, die Feuerwehr Latschall ist schon einfach gewaltig. Wir haben 73 aktive Mitglieder, die was da alle, sage ich mal, eine Woche und ein paar auch über eine Woche raus voll in Einsatz sein, Tag und Nacht helfen, Vorbereitung, während dem Fest und ab und aufräumen muss man sein. Sonst wäre so ein Fest gar nicht möglich und ich möchte mich auch bedanken bei den ganzen freiwilligen Helfern. Es sind nur einmal 70, 80 Leute, im Ganzen helfen da bei den 150 Leuten mit, dass so ein Fest gelingen kann.